Jo Freunde, neue Aufgabe in Fortnite Woche 4. Entführe einen Gegner mit dem Traktorstahl einer Untertasse. Ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze hier funktioniert, wie ihr es schnell abschließen könnt. Falls ihr neu seid, generell euch meine Videos helfen. Wie immer super, super gerne mein Creator-Code iPlayTobi im Itemshop eintragen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wir brauchen als allererstes mal hier eine Untertasse. Das ist nichts anderes hier als so ein UFO. Einfach euch einen schnappen, direkt am Anfang des Matches. Und ja, das hole ich mir mal eben. Am besten hier wirklich bei entweder Dirty Dogs, kann ich euch empfehlen. Natürlich hier, genau an diesem Ort. Ansonsten hier bei der grünen Stahlbrücke ist immer ein UFO. Hier oder auch zum Beispiel hier bei dem Restaurant. Hier steht auch immer ein UFO rum. So, und dann müsst ihr natürlich einen Gegner entführen mit dem Traktorstrahl. Was ist der Traktorstrahl? Ganz einfach, wenn ihr nämlich hier auf der Playsee L1 drückt, ne, ihr könnt anvisieren unten. Dann einfach L1 drücken und dann nutzt ihr halt diesen Traktorstrahl und könnt was hochheben. Ne? Habt ihr vielleicht schon ausprobiert und so müsst ihr das auch eigentlich beim Gegner machen, dass ihr den einfach hochnehmt und dann habt ihr den quasi entführt. Es kann sein, dass ihr den nochmal kurz irgendwie zumindest ablegen müsst. Ne? Dafür einfach L1 nochmal drücken, dann fliegt er runter und so habt ihr quasi den Gegner entführt. Und ja, das Ganze müsst ihr natürlich aber auch bei einem Gegner machen und relativ schwierig, deswegen probiert es vielleicht mal, ob es bei der IO-Wache geht, weil einen Gegner so zu kriegen, ist schon doch relativ schwierig. Deswegen einfach mal bei der IO-Wache probieren hier. Ja, die sind natürlich bei den ganzen Satellitenstationen. Wir fliegen jetzt einfach mal hin. So, dann visiere ich den da unten an. Ich hoffe nicht, dass der jetzt ins Gebäude läuft. So, dann visiere ich den an und yes. Einmal hoch. So, so sieht das Ganze dann aus bei einem Gegner. Probiert es mal bei der IO-Wache. Könnte funktionieren. Ansonsten natürlich bei einem normalen Gegner. Und ja, das war es auf jeden Fall mit der Aufgabe. Dann einfach loslassen und tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Gerne ein Abo da lassen, wenn ihr neu wart. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.